Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast, das freut mich doch sehr, sehr. Und beim letzten Mal haben wir jetzt hier unsere Kiesproduktion weiter ausgebaut. Das funktioniert jetzt auch soweit, es wird auch schon mal produziert, zumindest ein bisschen. Das muss natürlich noch weiter mit Arbeitskräften versorgt werden. Aber das holen wir uns dann aus diesem neuen Block, wenn er denn da mal entstehen sollte. Und ja, bis dahin ist es noch ein kleiner Weg. Aber das kriegen wir hin. So, heute geht es daran, das anzuschließen. Und vielleicht nochmal einen Zug zu kaufen, der nochmal ein bisschen was... der nochmal ein bisschen was für uns tun kann. So, mal kurz gucken, wie wir das hier wuppen. Ich brauche den Eingang, ne? Das ist ja so doof. Müssen mit dem Mid-Conveyor. Straße ist ein Problem. Die Straße ist ein Problem. Ist natürlich. Ich will das jetzt nicht wegreißen. Wie sieht es denn damit aus? Mit dem Standard? Kann der was in die Richtung? Nee, kann er auch nicht. Die sind alle so doof. Wirklich doof. Doof platziert. Das ist ja eine Kacke. Okay, das ist das. Das ist in Ordnung. Ich brauche das aber so. So wäre okay. Passt aber nicht ganz hin. Ob ich die Straßen hier nochmal ändern kann. Mal ganz kurz Pause. Vielleicht kriegen wir das nochmal irgendwie schön hin. Hier besser rüberkommen. Momento, wir haben noch da was. Wenn wir den hier unten ranbringen könnten und den dann da. Ja, so ist doof. Ja, dann hätten wir da eine Straße unten drin. Wir haben ja zwar den Eingang, das bringt uns nichts. Das ist hier diese neue Mod. Das ist nicht schlecht. Warte mal. Rail Crossing One Track. Two Track. Verdammt. Mann, warum gibt es das nicht für vier Gleise? One Track. Two Track. Shit. Schade. Ja, so schön, ne? verdammt. So wäre okay. Dann könnte ich auch anschließen. Aber die Frage ist, ob das dann auch mit der Straße funktioniert. So. Und ja, das wegen der Stinks. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Da muss ich extra nochmal einen Zwischenconveyor setzen, oder was? Kann das sein, dass ich da extra nochmal einen hinsetzen muss? Kriegst du echt das blanke Kotzen, ne? Da kriegst du das blanke Kotzen. So, lass mal gucken. Das klappt.
Das klappt jetzt auch. So, okay. Was für eine Konstruktion, was wir uns hier durchschlängeln müssen. Ist übel. Ja, da werden wir das nächste Problem haben. Straße. So weit, so gut. Okay, das geht schon mal nicht. Das geht. Das ist in Ordnung. Das ist auch gut so. Okay, und dass das hier nicht rangeht, ist jetzt total für den Arsch. Das ist die Tanke, ne? Ja, das ist die Tanke. Verdammt. Ach, dann geht's auf einmal. Das ist auch echt manchmal. Ah, so. Bau den Krempel. Komm, bau den Krempel. Achso, da fehlt's da, alles klar. Bau das. Wir finanzieren das alles mit Dollar. Noch können wir uns das leisten. So, jetzt haben wir den. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir weiterhin in die Richtung kommen. Jetzt überlege ich gerade, wie wir am besten außen lang. Ja, auch wieder mit einem High Conveyor. Glaube ich, es ist die schlauste Variante. So, okay, dann gucken wir mal, dass wir hier. Ja, da ist die Straße natürlich wieder ein Problem. Ich dachte es mir nämlich schon fast. Aber da hinkommen. Können Sie mal probieren. Ich glaube aber fast, dass es nicht klappt. Das wäre zumindest ein Knüller. Hm, dachte ich mir nämlich. Wegen der Brücke hier. Die Brücke. Okay, scheiß auf die Brücke erstmal. Machen wir dann nochmal schön in neu. Wichtig ist erstmal, dass die Produktion wieder läuft. Aufgrund der Konstruktion darunter, weil. Wegen Signalanlagen oder was? Ey, da kriegst du echt eine Krise, ey, weißt du, wenn du sowas siehst. Ja, okay. Ob wir das vielleicht so nochmal hinkriegen. Ist ja nur platziert. Das kostet uns ja glücklicherweise nichts. Aha, da geht es auf einmal. Na, jetzt geht es da wegen der Straße wieder nicht. Ihr wollt mich doch echt trollen. Ihr wollt mich doch echt trollen. So, jetzt haben wir das zwar angeschlossen, aber jetzt wird das ein Problem mit der Straße. Ich sehe es schon kommen. Jawohl. Wir können das auch so mixen. Da kommen wir nicht raus, da kommen wir nicht raus. Das ist doof. Zerstören, ja. Das geht so nicht. Ich muss mit der Straße da rauskommen. Und so komme ich dann mit der Straße nicht raus. Das ist doch Kacke, ey, ganz ehrlich. Der ist da oben, der könnte doch eigentlich. Vielleicht ist es so besser. Lass mal kurz checken, ob das noch geht. War klar, dass das so wieder nicht geht. Das ist doch zum Mäusemelken. Sch
schwöre, ich reiße gleich alles ab und baue alles neu, wenn das so weitergeht. Das Problem ist, die Straße ist an der verkehrten Ecke. An der absolut verkehrten Ecke. Wir werden das Ding nochmal versetzen. Das werden wir hier auch nochmal anders bauen. Das bleibt da. So. Also Priorität haben jetzt erstmal die Leitungen jetzt hier, anders geht's nicht. Und dass es auch funktioniert. So, jetzt bauen wir hier weiter. Jetzt bauen wir da weiter. Bum 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 bum. Und das klappt. Das klappt. So, das ist auch okay. Das ist angeschlossen. Das ist nur nicht angeschlossen. Das kriegen wir aber hin. Hier wird es ein bisschen problematisch. Und wir müssen ja eigentlich nur dahin. Nur hier hin. Mehr müssen wir doch gar nicht. So, okay. So viel dazu. Bau das mal. Das ist okay. Das darfst du ruhig bauen. Bau das. Das ist auch okay. Bau das. Ja, jetzt haben wir wieder mehr Rubel anstatt Dollar. Momento. So. Jetzt geht's weiter. Wie gesagt, Priorität muss haben, das heute das anzuschließen. Das endlich mal zum Laufen zu bringen. Das ist ja furchtbar. Da sehe ich schon wieder Probleme mit der Leitung. Ja, da lang und dann darüber. Ja, das Beste, was uns passieren könnte. Geradeaus weiter. Über die Straße. Dann darüber. Ja, dann war da drüber. Und jetzt müssten wir das Ganze nur noch irgendwie so hinbekommen, dass wir hier oben einen Eingang haben und das dann da unten ankommt. Dann haben wir die Mammutaufgabe geschafft. So, okay. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Dann müssen natürlich halt noch Straßen verbunden werden, etc. pp. So, das war klar, das ist aber wegen dem Strom. Das war abzusehen. Das klappt. Okay, das klappt wiederum nicht. Und das ist auch abzusehen wegen dem Strom wahrscheinlich. Okay, auch stromtechnisch. Das kriegen wir aber auch gelöst. Okay, da müssen wir noch eine Zwischenverbindung setzen. Okay, wir haben also erstmal das Thema mit dem Strom. Das funktioniert. Hier funktioniert es nicht. Das können wir gleich mal vernünftig legen dann. Wenn wir gerade dabei sind, passt sich das ganz gut. Diesen Kuddelmuddel-Mist hier mal wegmachen. So, wir dürfen es nur nicht vergessen, wieder anzuschließen. Okay, die Straße ist noch im Weg. Komm, auch das kriegen wir noch hin. Wer gelacht, ey. Jetzt ist die Straße da im Weg. Ich werde irre. Müssen wir noch ein bisschen versetzen dann. Ja, dann fahr. Okay. Und wie gesagt, das muss wieder verbunden werden, aber auch das kriegen wir noch gewuppt. Priorität Nummer 1 hat jetzt der Anschluss hier, dass wir das jetzt endlich mal fertig kriegen. So, okay, das klappt. Bau das. Jetzt kümmern wir uns erstmal wieder schnell um den Stromanschluss.
Können wir auch hier... Verdammt, nicht ganz. Aber fast so schön. Ja, funktioniert auch. Jetzt kümmern wir uns gleich nochmal um die Straße wieder. So, mal gucken, wie wir hier durchkommen. Ach. Really? Machen wir es halt so. Ja, Junge, da kommst du nicht lang. Ah, kann ich dich ein bisschen wegreißen? Nein, kann ich nicht. Jetzt kann ich dich wegreißen. So. Zack. Passt, wackelt und hat Luft. Jetzt machen wir den noch weg. Und alle sind zufrieden und freuen sich bis ans Lebensende. So. Problem Nummer 1 gelöst. Ich baue es jetzt wieder mit Rubeln. Das können wir auch schon mal bauen. Das ist in Ordnung. Strom ist das Problem. Okay, du bist da angeschlossen. Das geht nicht wegen der Straße. Das ist ja Herz aller Liebs. Die Straße ist das Problem. Schön Scheiß auf die Straße. Da baut man schon hoch. Ja, ich sehe auch das Problem. Ja, da kommt er so nicht rüber. Shit. Okay, weg. So ist nicht gut. Vielleicht haben wir da ja was. Vielleicht haben wir da ja was. So. Kommen wir rein. Nützt uns nichts. So. Nützt uns auch nichts. Jedenfalls nicht wirklich. Okay, dann machen wir es anders. Wir haben jetzt Strom auch abgeklemmt, ne? Ja. Okay, halt. Stopp. Straßen wieder anbauen. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Mods. Hi. Ja, müssen da rüberkommen. Ja, es wird eng. Da so locker flockig rüberkommen, weiß ich nicht. So, lass mal schauen. Bitte geh. Yes, geht. Ja, das ist ein Problem. Weil da zu viel ist. Mod. Hm, Strom. Okay, das ist Strom, wo es das Problem ist. Warte mal, bevor wir jetzt weitermachen, bringen wir erstmal den Strom wieder zum Laufen. Geht sogar.
Okay, das ist in Ordnung. So, jetzt muss ich den Strom hier eigentlich mal kurz abklemmen, damit wir da rüberkommen. Das ist ja kein Problem. Wiederum. Ja, jetzt müssen wir mal so gucken, dass wir hier so rankommen. Ja, ich befürchte fast wegen diesem ganzen Knuddelwuddel, was hier ist. Ja, hast du mir schon gedacht. Ah, fuck, ey. Sorry. Da sind Emotionen. Mod, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, vielleicht nochmal checken. Vielleicht geht's ja jetzt. Nee, auch nicht. Schiene ist das Problem jetzt. Dann wird echt der Hund in der Pfanne verrückt. Okay, dann muss ich dich nochmal versetzen. Muss dich wirklich hier irgendwie auf diese Dreifachschiene bringen. Okay, jetzt haben wir das. Warte. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da ist Eingang. Mein Gott, was für ein System. Nur um blöden Kies dahin zu bekommen, beziehungsweise Bruchstein. Das ist echt übel, ey. Ja, es geht, aber zumindest geht das. Ich werd bekloppt, ey. Guckt euch das mal an. Es geht. Sehr geil. Jetzt können wir es konstruieren. Alter, was für eine Bomben. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich habe es mit Dollar gebaut. Und das ist tödlich. Das war nicht gut. Das war nicht so gut. Jetzt können wir es nämlich immer noch nicht in Betrieb nehmen, denn... So, okay. Ja. Alles super in Konstruktion, finde ich toll. Nur leider fehlt uns jetzt das Geld, um das mit Dollar weiter zu Ende finanzieren. Das heißt, wir brauchen jetzt einen zweiten Zug, der uns Dollar bringt. Das heißt, ich muss mal volle Pulle laufen lassen, dass wir auch mehr Kohle rankriegen. Ist alles gerade wirklich verzwickt und verzwackt, ne? Wie sehe ich hier ist schon... Yes. Ja, hier kommen sie mal wieder nicht klar, weil sie sich einmal gestaut haben, kommen sie wieder nicht klar. Ich werde Kicks kotzen, ganz ehrlich. Was ist mit dir hier? Kein Wunder, dass hier nichts rankommt. Fahr. Ja, was machst du denn da? Oh. Okay, du fährst geradeaus, du fährst geradeaus. Oh, zwei sind raus. Ja, okay. Dann können wir nochmal... Chainsignal haben wir gehabt, glaube ich. Ja, okay, das haben wir. Zwei sind raus und verdienen jetzt wieder ein bisschen Geld. Der andere wartet. Du kannst nichts machen. Du... Fahr, dreh mal um irgendwie. Okay, du... Okay, warte mal kurz. Ich muss... das jetzt hier erstmal entzwirren und entwirren. Eigentlich wollte ich jetzt gerade Schluss machen.
Okay, der klappt. Okay, so, Kumpel, du drehst mal. Ach, du bist doch so besoffen, ey, ganz ehrlich. Mann, 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 geht mir das auf die Eier mit den Scheißsignalen. Okay, du hast ein Problem. Vorher hat es gut funktioniert und jetzt hat man einmal so ein Problem und dann... Okay. Ja, da ist natürlich jetzt belegt, das ist klar und ich krieg den da auch nicht mehr hin. So. Okay, der andere wartet. Okay, den hier schicken wir mal zum Depot. Den behalten wir im Auge. Was ist hier jetzt los? Hier ist... Ja, okay, die drehen im Kreis, weil sie ihr Dings nicht finden. Ist klar, da kümmern wir uns gleich drum, beziehungsweise dann in der nächsten Folge. Ich muss erstmal das hier entzwirren. Dreh. So, jetzt machen wir das hier weg. So, okay, dann kann ich den jetzt nämlich auflösen. Drehen, 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 drehen. So, komm. Jetzt hat er doch wieder eine Vollmeise. Mein Gott, der ist doch bescheuert im Kopf, ey. Du sollst dahin fahren. Ach, mein Gott. So, okay, das hast du geschnallt. Lad aus, bring uns Kohle. Aber flott. So, jetzt ist nämlich das Signal hier auch doof. Okay, der fährt, aber ich muss das Signal irgendwie weiter dahin setzen. Geht aber nicht. Weil der steht dann nämlich da drinne. Und das ist nicht gut. Na gut, solange da nichts weiter kommt, ist in Ordnung. Wie gesagt, das war die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald, bald wieder. Oh, neue Sache. Sehr schön. Wie gesagt, wir sehen uns dann bald, bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.